Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Heute habe ich für euch etwas ganz Besonderes. Es ist rot lackiert, es hat die Top-Motorisierung und es ist ein Zweisitzer. Dass es allerdings nicht automatisch ein Sportwagen sein muss, sehen wir jetzt. Denn vor der Kamera nicht nur meine Wenigkeit, sondern der neue VW Caddy, fünfte Produktgeneration. Und heute stelle ich ihn euch so vor, wie er wahrscheinlich des Öfteren bei euch vor der Haustür auftaucht, wenn Pakete geliefert werden oder Essen gebracht wird. Der VW Caddy Cargo. Viel Spaß! Die fünfte Generation Caddy Cargo basiert nun auf dem MQB Evo Baukasten und auf der Plattform. Will heißen, alles, was der Golf kann, kann jetzt auch der Caddy. Somit ziehen sämtliche Assistenzsysteme vom Golf in den Caddy ein. Wir fahren jetzt hier von den zwei Ausstattungslinien, die es gibt, die Cargo-Version. Die nennt sich auch so. Hat unlackierte Stoßfänger, die natürlich dafür sorgen, dass kleinere Kratzer durch Hecken oder Anschläge nicht so ins Gewicht fallen. Es gibt hier Halogenscheinwerfer, optional Voll-LED. Es gibt ihn auch in zwei Längen. 4,50 Meter ist die Standardlänge, die wir hier haben. Oder der Cargo Maxi hat dann 4,85 Meter Außenlänge. Und da gibt es eine Besonderheit bei beiden Varianten. Das ist nämlich hier die Schiebetür, die beim normalen Caddy Cargo 74 cm hat und beim Cargo Maxi sind es 84 cm, damit ihr dann auch, wenn ihr das Ganze aufmacht, einfach mit dem Stapler eine Europalette da hineinfahren könnt. Hier steht jetzt keine Europalette drin, sondern lediglich meine kleine Tasche, die hier sehr verloren in diesem Kofferraum wirkt. Am Heck ist es dann so, wenn wir die riesige Heckklappe, die hier drauf ist, es gibt auch zwei Flügeltüren, öffnen, dann haben wir eine Ladekantenhöhe von 59 cm, also sehr niedrig. Ihr könnt hier auch mit dem Stapler wunderbar die Europalette hineinfahren. Beim Maxi wären es zwei Europaletten, die hintereinander hineinpassen. Das Ganze sind 3,1 Kubikmeter Laderaum beim kleinen oder 3,7 Kubikmeter beim großen. Und die Zuladung liegt je nach Ausstattungslinie und Motorisierung zwischen maximal 723 Kilo oder im Minimum 505 Kilogramm. Herzlich willkommen hier im Innenraum des Caddy Cargo. Als erstes würde man denken, wieso Caddy Cargo, was ist das mit dem Kastenwagen? Alles sieht sehr digital aus. Ja, so ist es. Denn, wie ich schon eingangs erwähnte, der MQB Evo Plattform Baukasten beinhaltet auch den MIB, den modularen Infotainment Baukasten der letzten Generation. Bedeutet also auch, wir haben hier ein Mediasystem im Maximum mit 10 Zoll, das Discover Pro, was jetzt hier verbaut ist, mit dem vom Golf bekannten Slider, der derzeit nicht beleuchtet ist, soll aber wohl angeblich noch kommen, wie mir gesagt wurde. Die Temperatur kann man hier regulieren, also ob man das mag oder nicht, das sei eben seins. In der Basis gibt es das ganze 6,25 Zoll Display als Radiovariante. Dann kommt das 8,25 Zoll Display oder eben im Maximum für satte 2585 Euro netto Aufpreis das Discover Pro. Natürlich gibt es auch optional das voll digitale Kombi-Instrument. Wir haben hier aber die Variante, die vermutlich die meisten Caddy Cargo Fahrer sehen werden, und zwar analoge Rundinstrumente. Ich finde sie sehr gut. Sie sind sehr schön ablesbar. In der Mitte ein monochromes Display, was man gegen Aufpreis auch in ein Farbdisplay ändern kann. Das wäre noch meins. Aber ich denke, das reicht vollkommen aus. Die Lichtinsel, witzigerweise in dem Hochglanz Schwarz, passt sich dann irgendwie nicht so ganz schick in das Ganze hier ein. Wenn es matt ausgeformt ist, finde ich aber besser als das Glossy, da es einfach nicht so kratzempfindlich ist. Und darauf kommt es ja gerade bei so einer Nutzfahrzeugvariante an. Das Drei-Speichen-Lederlenkrad kennen wir auch.
liegt gut in der Hand, ist einfach von der Bedienbarkeit. Witzigerweise oder wichtigerweise besser gesagt, sind die Ablagefächer hier hinten. Da haben wir dann tatsächlich eine 12-Volt-Buchse, um dann nochmal ein externes Navigationssystem beispielsweise anzuschließen oder aber die wichtigen Unterlagen unterzubringen. So richtig rutschfest ist das Ganze hier nicht ausgekleidet. Also da wäre es vielleicht ganz gut, wenn aus dem Zubehör noch irgendwelche Filze oder ähnliches eingelegt werden. Die Mittelkonsole kennt man dann auch so aus den Volkswagen-Derivaten. Man hat jetzt mittlerweile hier beim Doppelkupplungsgetriebe auch noch ein Shift-by-Wire-Stick. Dann haben wir hier ein Ablagefach mit einer Induktivladeschale, die einen Sichtschutz fürs Display beinhaltet. Zwei USB-C-Anschlüsse, hier nochmal eine 12-Volt-Buchse und Cupholder, großes Ablagefach. Mittelarmlehne gibt es hier keine. Aber alles, was man braucht, ist hier vorhanden. Die Materialien eher robust und zweckmäßig und damit auch leicht zum Abwaschen. Unterwegs im Caddy Cargo mit dem leistungsstärksten Turbo Diesel, 2 Liter Hubraum haben sie alle, sind abgasrein mit Twin Dosing nach Euro 6D, also alles schick, und 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe haben wir hier verbaut. Das sorgt natürlich für entspanntes Ausliefern von Paketen oder Medikamenten etwa. Beim Verbrauch gehen wir mal davon aus, dass der Caddy auch zu den sparsameren gehört. Also 5 bis 6 Liter Diesel wird er rund konsumieren. Beim Fahrverhalten haben sich die Volkswagen-Nutzfahrzeugleute ja die Besonderheiten des MQB Evo Baukastens und der Plattform bedient. Mit einer Besonderheit, denn im Gegensatz zu den Pkw-Varianten vom VW Golf 8 hat die Caddy-Variante eine Starrachse am Heck mit Schraubfedern, die dafür sorgen, dass im Kofferraum keine Einschränkungen vom Laderaum bestehen und zudem das Fahrverhalten auch unter Ausnutzung der maximalen Ladekapazität weiterhin auf einem Pkw-ähnlichen Niveau ist. Und was ich auf alle Fälle jetzt schon sagen kann, der Wagen fährt sich wirklich wie ein Pkw, halt nur ein bisschen mehr, weil halt mehr Raum da ist und weniger Dämmmaterial, aber ansonsten gut gemacht. Da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen zum Video des neuen Caddy Cargo. Ja. Wo ist der Einstiegspreis? 17.985 Euro netto. Da geht es dann los. Was bekommt ihr dafür? 75 PS Turbodiesel, 2 Liter Hubraum, manuell geschaltet mit 6 Gängen. Und wenn ihr das Ganze dann noch weiter treiben wollt, könnt ihr zwischen 75 PS Diesel, 102 PS Diesel oder 122 PS Diesel wählen. Es wird noch eine Erdgasvariante mit 130 PS kommen und eine Plug-in-Hybrid, beides dann im nächsten Jahr. Der Caddy Cargo Maxi kommt nächstes Jahr auch erst zu den Händlern, wird dann einen Aufpreis von 1650 Euro kosten gegenüber der kurzen Variante, die Preise alle netto. Und so wie unser Testwagen hier steht, mit durchaus einiges an Ausstattung, aber nicht komplett voll, liegt bei rund 33.000 Euro netto. Das ist eine kräftige Hausnummer, aber der Caddy war stets schon etwas teurer unterwegs. Dennoch aber auch das Auto, welches sich am nächsten am Pkw bewegen lässt und in meinen Augen sicherlich auch das modernste Fahrzeug derzeit auch auf dem Markt in dem Segment sein wird. Jetzt hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dass wir uns mal einem Nutzfahrzeug genähert haben, dann gebt mir ein Like, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und schreibt mir unten eure Meinung zum neuen Caddy Cargo in die Kommentarbox. Und damit sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.